Süffische Krise aus dem Osten, meine Freunde. Wir haben uns hier zusammengefunden, um das nächste Bier zu verkosten. Aber dazu muss erstmal das Glas vom ersten Bier-Review am heutigen Tage geleert werden. So. Leider eine sehr starke Schaumbildung. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, nachdem der Schaum aus dem Bierglas entfernt wurde, können wir uns nun dem Bier widmen. Schauen wir uns dazu erstmal die Flasche an. Wir haben hier ein Jubiläumsbier von Freiberger. 1863 heißt das. Soll hopfig mild sein. Drehen wir mal die Flasche rum. Haben wir 0,5 Liter Inhalt, 4,9% Alkohol. Bestehend aus Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Kommt aus Freiberg, natürlich Sachsen. Wir tun was für die Region. Die Wirtschaft der Region muss gefördert werden. So, ist es noch haltbar. Dezember 2019. Drehen wir die Flasche mal wieder rum. Haben wir einen roten Flaschenhals und einen roten Deckel. Was natürlich nicht unserer politischen Überzeugung entspricht. Wir werden das Bier jetzt öffnen und danach kommt es zur Geschmackskontrolle. So, das Bier ist nun offen. Stellen wir es erstmal wieder hin. Man sieht die Flasche nun offen. Jetzt wird es ins Glas eingeschenkt. Fast geschlabbert, ich muss mal kurz abtrinken. So, nun haben wir das Bier vor uns stehen. Es hat eine normale Bierfarbe, eine Farbe eines typischen Pilsbiers. Was man auch an der Flasche sieht, dass es ein Pils ist. Das sieht man hier. Nun geht's zur Geschmackskontrolle. Dazu werde ich einen großen Hieb aus dem Glas nehmen. Sehr erfrischend nach einem langen Tag. Der übrigens bis 11:30 ging. Diese Videos werden 11:30 aufgezeichnet. Ja, der Geschmack ist sehr hopfig, nicht allzu stark, wie man es von anderen Bieren kennt. Allgemein lässt sich sagen, dass dieses Bier einen sehr starken Geschmack hat, der ziemlich wohlwollend und einklingend ist. Outtakes. More Outtakes. Ja. Wir werden uns gleich zum Fazit wiedersehen. Nun zum Fazit zu diesem Bier. Dieses Bier ist sehr süffig. Man kann es einem guten Abend oder auch einem guten Mittag genießen. Man sollte nicht allzu viel davon trinken, weil es der Geschmack nach ca. der 10. Flasche etwas derb wird, würde ich das mal formulieren. Ja. Kauft mehr Webergrills! Und das war's mit diesem wunderbaren Video aus dem Osten.